Guten Morgen, liebe Margit. Morgen, Heinzi. Wünsche dir einen angenehmen und ruhigen guten Morgen! Hoffentlich hast du einen guten Appetit. Und liebe Margit, ich hoffe, du weißt, dass das Frühstück die erste Mahlzeit am Tag ist. Lass es dir gut schmecken, liebe Margit. Hab dir einen Kipferl sogar mitgebracht. Oje. Runtergefallen, was? Macht ja nichts. Ich heb's mal auf. Wie hast denn du geschlafen, lieber Heinzi? Danke. Sehr gut, danke. Ich habe geträumt, Margit. Ich habe geträumt von der Irmgard Gris. Das war ein Gruseltraum, kann ich dir sagen. Mich schüttelt's jetzt noch. So wie Chucky die Mörderpuppe. Irmgard die Mörderpuppe, könnte man sagen. Ja, Humor braucht der Mensch. Schließlich auch. Danke, guten Morgen. Heinz, du, ich habe geträumt, dass ich mit dem Hunsdorfer und dem Van der Bellen Gassi gehe. Und ich habe extra gewartet, bis beide brav ihr Häufchen gemacht haben. Wirklich, Margit? Mhm. Was für ein schöner Traum. Ja, Gott sei Dank haben wir nicht vom Lugner geträumt, ne? Von diesem Vollhonk. Vollhonk? Vollhonk. Kennst du das Wort, Margit? Vollhonk ist Jugendsprache, so wie Homie. Omi ist doch nicht Jugendsprache. Nicht Omi, wie Omi mit H. Homi heißt Freund, Margit. Guten Morgen. Oh, Verzeihung, das passt gar nicht zu mir, nicht? Tut mir leid, aber hier kann ich es mir erlauben. Bald werde ich viel Zeit haben für meine Rätselwürmer, oder, Margit? Wenn ich nicht mehr das bin, was ich bin, was bin ich eigentlich? Bundespräsident. Danke, Margit. Danke dir recht herzlich dafür. So, anderes Wort für Angler mit 7 Buchstaben. Fischer. Ja, bitte. Fischer. Anwesend, bitte. Fischer. Willst du mich ärgern, Margit, oder was? Die gelungener Jokus. Humor braucht der Mensch. Schließlich auch. Danke. Männlicher Vorname reimt sich auf die Stadt Mainz. Wie viele Buchstaben? 5. Heinz. Ja? Heinz. Ja, was gibt's? Heinz. Was ist los mit dir, Margit? Lass mich nicht ärgern. Ich bin der erste Mann im Staat. Kann das leider nicht. Der Vlado kann es sehr gut. Der Putin, da war ich, vor 2 Wochen war ich bei... Guten Morgen. Danke, bitte, Nastrovje. Danke. Das wird mir abgehen, Margit. Die Auslandsaufenthalte, die Reisen zu den Staatsmännern, das wird mir wirklich abgehen, wenn ich nicht mehr Präsident bin. Moment. Schon bei der Wahrheit bleibt mir. Die Auslandsreisen hab ich schon nicht gemacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Heinz, wer ist das denn? Das ist mir unangenehm, aber gut, wenn jetzt alles rauskommt, das ist der Hermann Eder, das ist mein Doppelgänger. Guten Morgen. Guten Morgen, danke. Danke, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Hermann Eder hat mich gedoubelt bei den Auslandsreisen, bei den meisten. Das war lustig. Wie ich zum Beispiel in Frankreich war bei dem Präsident Holland. Ich habe als Gastgeschenke mitgebracht, so wie immer eine Rolle Klopapier. Wollen Sie den nicht gleich testen? Hat er gesagt, vielen Dank, guten Morgen. Guten Morgen. Und dann ist er scheißen gewesen und ich habe mit seiner Frau geschlafen. Ja, das war besonders lustig. Oh, danke! Bitte sag guten danke, Morgen. Guten Morgen. Ich muss dir auch eins gestehen. Der Hermann, wie soll ich das sagen? Der Hermann war auch manchmal im Ehebett und war dein Begleiter durch die Nacht, wenn ich Strawanzen mache. Dem ist jetzt zu, danke. Gute Nacht. Gute Nacht, danke. Du hast gar keinen Unterschied bemerkt, Margit, oder? Obwohl der Hermann doch viel größer ist als ich. Das habe ich schon bemerkt, er ist ja viel größer. Ja, das war eine schöne Zeit. Schön war die Zeit. Gut, das ist ein gutes Stichwort. Margit, der Hermann wird bei unserer Band mitsingen, bei den Fisherman's Friends. Bei meinem Abschied werde ich ein Lied singen, du weißt es. Und wir wollen jetzt zur Bandprobe gehen. Abmarsch-Bandprobe. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Hermann, kannst du uns einzählen, bitte? Sehr gerne. Wie weit soll ich denn zählen? Danke. Bitte? Bis 12, bitte, weil 12 Jahre war ich, Dankeschön, im Amt. Sehr gerne. Bitte gerne, danke. Brennend heißer Wüstensand. So schön, schön war die Zeit. Fern der Heimat, dem Heimatland. So schön, schön war die Zeit. Wo ich die Liebste fand. Danke, Margit.
für alte Jahre. Dort ist mein Heimatland. Wie lang bin ich denn noch alleine? Guten Morgen! Danke! So schön, schön war die Zeit. So schön, schön. Guten Morgen! Danke! So, gut geht's Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommen zwei hochinteressante Komiker zu uns. Wir kennen sie seit langen Jahren von FM4 noch. Sie haben dort, die Sendung gibt es immer noch, Projekt X gestaltet.